Yo, meine lieben Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zurück bei Alice Madness Returns. Yo, wir sind irgendwo, keine Ahnung, wir sind auf jeden Fall überall Zähne und Blut und ne, das Typische halt, ist ja normal. Und wir gehen jetzt hier direkt weiter. Und gucken, ob wir es noch schaffen, diese Woche der Roten Königin zu begegnen. Das ist ja immerhin jetzt die letzte Folge für die Woche und bin ich mal gespannt. So, erstmal noch hier kurz was abchecken. Das ist eine Erinnerung. Jedes Ding hat seine Zeit, Alice. Eine Blume erblüht und verwelkt. Auch Erinnerungen haben kein Recht auf ewiges Leben. Die schmerzhaften sollten wir auslöschen. Wo sind wir jetzt gekommen? Hier müssen wir lang, ne? Ja. Oh. Da ist noch so ein Herz. Ja, okay. Da wurde ich einfach eingekillt, ne? Geil. Oh. So, bye bye. Ich denke mal schon, dass wir der Roten Königin zurzeit ziemlich nah sind. Und es wäre cool, wenn wir es ja noch packen, die jetzt zu sehen. Okay, da chillt sie. Kann auch gerade nicht schneller laufen. Alter! Ich hatte jemand anderen erwartet. Du kennst deinen eigenen Geist nicht. Mein Geist erscheint mir fast wie ein Fremder. Was du behauptest nicht zu wissen, ist nur, was du verleugnet hast. Du hast deine vagabundierenden Erinnerungen zurück. Was hast du damit vor? Einst hast du meinen Griff nach der Macht unterbunden. Mit Gewalt. Aber nun gestattest du es jemand anderem, meinen Platz einzunehmen. Ich werde dich bestimmt nicht vermissen. Du ziehst den heißen, stinkenden Atem und die unerbittliche Aufmerksamkeit eines mächtigen, vernunftlosen, gefühlskalten Radau-Ruders vor? Das bezweifle ich. Hast du mehr für mich als eine Warnung? Die Raupe sagte, du könntest mir helfen. Dafür bräuchte es ein attraktiveres Angebot als das momentan. Aber sonst sind wir alle verloren. Nicht verloren. Vergessen. Ich mag hier überleben, aber mit dir ist es aus. Du verstehst das Muster der Zerstörung, das weiß ich. Der Zug versucht alle Bilder deiner Vergangenheit zu zerstören, vor allem das Feuer. Nun, wen sollte das nützen? Wer profitiert von deinem Wahnsinn? Die Zerstörung des Wunderlands ist auch meine Zerstörung? In der Tat. Ich habe ihn aufs Gleis gesetzt. Ich kann ihn stoppen. Das ist gut für mich. Ich bin nicht verrückt. Hab meine Familie nicht getötet. Ich bin gesund. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin unschuldig. Nicht schuldig. Was passiert hier? Was tust du? Der Zug muss gestoppt werden. Aber es gibt mehr zu tun.
Dein Blick verdeckt eine Tragödie. Die ganze Wahrheit, die du angeblich suchst, klammert dich aus, weil du die Augen von dem verschließt, was dich umgibt. Oh, Alter. Dieser Wahnsinn hat keine Methode. Meine fachliche Meinung? Wahnsinn ist durchaus heilbar. Wenngleich vielleicht nicht in diesem Fall. Der Obrigkeit muss man gehorchen, oder man muss sie stürzen. Hart aber gering. Das ist so meine Methode. Aber sie ist verrückt wie ein Gutmacher, die arme Kleine. Das Schlimmste ist vorüber und rüber und rüber. Vergiss es, Alice. Vergiss es. Das ist so ein Hurensohn, ne? Was ich mitbekommen habe, das war ja der, der dann letztendlich... Kann Realität und Illusion nicht unterscheiden. Denk an deine letzte Reise. Ein Elefant vergisst niemals, wo er seinen Rüssel gelassen hat. Zugreisen nur mit kleinem Gepäck. Alter. Niemals größer als dein Kopf. Ich mag mich irren, euer Gnaden, aber ich bezweifle es. Hinab den Pfad des prähistorischen Schleims. Und dann nochmal zur In der Tat, Doktor. Das war geboten, ganz sicher. Ich würde sagen, es ist sehr heiß hier drin. Ich meine, vernebelt. Und sie hilft nicht mit. Oh nein, nein, ganz und gar nicht. Was für eine Blamage. Ich befürworte deine Entlassung und schon stehst du wieder vor der Tür. Mein Ruf ist ruiniert, Leute reden, Alice. Ich bin ein Gewohnheitstier. Knochen vergraben. Gemerkt? Loyalität. Du darfst niemals von zu Hause weglaufen. Platz, Alice. Sitz. Okay. Die sieht schrecklich aus. Alter, und die läuft wie ein... Alter, was haben die getan, ey? Was? Alter, das ist doch nicht mehr normal jetzt hier. Also das war's auch noch nie, aber... Alter, meine Fresse. Wir gehen mal nach oben. Oder auch nicht. Ja, eine schöne Blutspur noch. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist die Rote Königin Alice ihre Schwester, oder? Ist ja generell schon... Alter, wo sind wir? Ist ja generell schon... Okay, Moment. Wenn das nicht, du weißt schon, wer aus der Idiotenabteilung ist. Jo, es ist Alice, Onkels prämierte Irre. Diese Instrumente sind grauenerregend. Aber ein Loch im Kopf schafft mehr Platz für die Sorgen. Genau das Richtige für deinen Stein des Wahnsinns. Wahrscheinlich auch für Krampfanfälle. Du musst sie genauso satt haben wie ich dein Gejammer darüber. Ja, Alter! Ich vermute, ist jetzt in Alice ihren Kopf oder was? Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, dass es ja generell schon, das ist so krank, dass uns schon mehrmals aufgefallen ist, dass Leute im Wunderland mit den Leuten halt hier in der Umgebung, in der normalen Welt, ziemlich übereinstimmen. Aber das Wunderland ist ja auch in Alice ihrer Fantasie, von daher kann das auch ganz gut sein eigentlich. Manch mentaler Zustand lässt sich durch einen Aderlass lindern. Der Doktor glaubt nicht, dass es gegen deine Symptome helfen würde, aber ich bin am Ende meiner Kraft und die Blutegel brauchen auch Arbeit. Ein Bäckersdutzend, Schwester. Ich setze sie selbst an. Nein, ich will. Ich weiß, was weh tut. Scheiße, Alter. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist gleich vorbei. Wir taumeln hier auch auf jeden Fall jetzt noch durch. Ich mache jetzt hier keinen Cut. Ich weiß. Wo ist nochmal oben und wo unten? Ich wollte sagen... Ein Gebet aufsagen? Unterbrech mich nicht, wenn ich nicht... Aufs Klosett gehen kann? Unerträglich. Das bist du, aber was bin ich? Ich gebe dir ein Geschenk, aber ich habe nichts für dich. Spiegelt sich quasi gerade und an der Decke ist das... Moment. Er hat dann die andere Version, sag ich mal.
Schlauer Teufel. Aus dem Hühnerhaus ausgezogen? Was? Was? Das sind die gleichen. Ich traue hier gar niemand. Von wie alles aussieht, Alter. Seid ihr eigentlich behindert? Warteraum. Komm jetzt, Alice. Sollte man mir nicht ebenso gehorchen wie der Königin? Ist das etwa zu viel verlangt? Ich will, was sie wollte. Sei einsichtig. Tausche die Tentakeln gegen den Zug. Das ist unterm Strich die bessere Option. Entweder das oder zurück nach Rutledge. Nie ein freundliches Wort oder eine Anerkennung meiner Dienste. Verdiene ich nicht ein bisschen Glück? Wage es nicht, mir streitig zu machen, was mein gutes Recht ist. Hab dich aus dem Irrenhaus geholt. Jetzt wirst du freiwillig wieder reingehen. Hab's deiner Mutter gesagt. Du bist ein abweisendes und stures Kind. Lebst zufrieden in deiner eigenen Welt. Junge Frauen müssen ihr Wunderland verlassen. Die wahre Welt ist nicht so wundervoll. Du musst erwachsen werden. Vielleicht durch eine weitere Behandlung. Du wirkst vernünftig. Aber der Schein kann trügen. Ich kenne dich als launische, gewalttätige Person. Ich kann nicht sagen, dass es mich überrascht, dass man dich wieder ins Irrenhaus gesteckt hat. Ein Aufenthalt unter Beobachtung wird dir gut tun. Ich sag dazu grad gar nichts mehr. Was ist das? Halt. Kann man das auf YouTube veröffentlichen? Nur mal so gefragt, ne? Ist das etwa zu viel verlangt? Ich will, was sie wollte. Moment. Ich musste kurz die scheiß Antivirer-Meldung wegmachen. Also Avira, nicht Antivirer. So. Das ist auch gerade ziemlich creepy. Ich folge einfach nur mal den Lampen. Alter, das hat schon ein bisschen geflasht, ne? Hilfe, Alice! Wir brauchen deine Hilfe! Verlass uns nicht! Schon wieder! Übergeh uns nicht! Wie redet ihr? Die Tyrannei der Königin ist nur eine Erinnerung. Sie hat doch keine Macht mehr über euch, oder? Feinde kommen und gehen. Doch nun herrscht ein neues Übel. Und die Bosheit dieses Feindes stellt die besiegte Königin in den Schatten. Oha, okay. Jetzt wird's interessant. Oder auch nicht? What the fuck? Wieso sind wir jetzt im Puppenhaus? Okay. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe eigentlich mit einer weiteren Sequenz gerechnet, die... Ah, die Musik ist saugeil. Die das Ganze quasi jetzt hier beendet. Aber okay. Ich finde es nicht schlecht. Heißt aber, dass die Folge jetzt auch auf jeden Fall zu Ende ist. Das war, denke ich mal, genug. Ich muss es jetzt auch erstmal etwas verarbeiten. Und ja. War die letzte Folge für diese Woche. Ging ganz schön zur Sache. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Genießt noch das Wochenende. Und haut rein. Ciao, ciao. We'll be right back.